Okay. Wie ist die Kacke jetzt richtig entdampft, ne? Na, what? Ach, gay. Naja, du musst schießen. Ach, leck mich am Arsch, echt. Das ist ja nicht mal eine schwere Stelle hier. Ups. Ja, komm, stirb, stirb. Oh, ich stirb. In deinen Tod. Das ist jetzt hier wirklich keine schwere Stelle, ja. Das ist halt echt einfach so eine Timing-Sache schon wieder. Und das pisst mich dann schon wieder heftigst an, weil das einfach nur akzeptabel ist. Ja. Ne, ihr wisst, was ich meine. So. Wir haben zumindest gespeichert, das ist gut. Schwachsinn. Ja, mit dem Po und so. Ganz doll am Po. Oh. Gibt gar keinen Sinn. Gibt gar keinen Sinn, hab's gesagt. So. Toll. Was ist das für ein Furunkel da oben? Was? Oh, what? Was? Ui, stirb, stirb, ui, stirb. Echt? Naja, also manchmal denkst du dir einfach nur, fick die Welt, echt? Und so? Ja, kannst du mir deine Verrunkel hier woanders tun? Ist doch kacke. Ja, na klar, kein Ding. Hey, ich lebe noch so ein bisschen. Zumindest. Was? Alter, hast du mal geguckt, wie viele Stacheln da sind? Das ist nicht normal. Ja, ach, ich hab mich am Arsch. Ich... ja, genau. Oh Gott. Oh, fick die Hände hier. Ja, was? Nee. Könnte man ruhig mal ein bisschen HP geben, weil ich bin ja jetzt schon für den halb tot. HP ist wahrscheinlich wieder zu viel verlangt. Ja, aber das war's wert. Okay. Sie ist gestorben jetzt. Okay, das ist cool. Das ist cool. Finde ich gut. Na komm. Das reicht schon. So, was ist denn hier los?
Okay. Ja, Monsieur, leck mich am Arsch. Na komm, schieß. Monsieur, ich töte mich selber? Glubbelzieh? So. Okay. Guck mal nach unten, Uri. Okay, also hier unten sterbe ich schon mal nicht sofort. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zumindest nicht sofort. Was ist das für eine Rotze? Oh Gott, das sieht richtig gay aus. Oh Gott, sieht das gay aus. Okay, das sieht richtig hart gay aus. Oh, fick, fick, nein, oh, nein, oh. Oh, so, so. Ich lebe noch. Es ist gut. What? Also die kleinen Kackviecher haben mich getötet, oder was? Oh, ich lebe, alles ist gut, ich lebe. So. So, ich lebe immer noch, alles gut, alles gut. Nein, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr. Aber doch, ich lebe noch ein bisschen noch. Ein bisschen lebe ich noch. Das reicht ja schon aus, wenn du hier bist, ne? Muss man dazu sagen. Ja, die ganz kleinen Viecher, das sind die Dinger, die echt Arschlöcher sind. Also richtige Arschlöcher. Richtig garstig. Richtig garstiges Volk und so. Nee, nee, ich mach das, wenn der runtergeht. Ja, nee. Warum? Dieses dicke Ding da macht es mir halt echt nicht leicht. Nein! Nein, Uri, Uri, nein, I cannot comprehend what was happening there. Oh no, I can't. Oh no. Ja, ja, ich lebe, ja. Ah. Oh Gott. So. Hi. Oh, nee. Also ohne diese Kackfeder wäre ich im Moment gerade echt im Arsch. Warum, Uri? Also es ging doch vorher alles blendend und jetzt kackst du hier nur noch rum. Was, warum? Okay, das ist gefährlich. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott. Hier geht's ab. Nein. Oh, ja, komm, stirb, Uri. Das wird nichts. Okay, das ist gut. Das ist gut. Oh nein, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ach, leck mich schon mal Arsch. Puh. Fuck you hard. So. Ja, nein, das war nicht der Plan. Nein, das war auch nicht der Plan. Oh Mann, das ist ein Po. Okay. So. Wir haben es doch die ersten Male wunderbar hingekriegt, Uri. Und jetzt kackst du nur noch rum. Also das finde ich halt nicht nett. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass wir an diesen verkackten Schwubbelvieh da oben so am Verkacken sind. Ich meine, hallo, das kann ja nicht. Das kann ja nicht mal was, weißt du? Achso, die haben sich jetzt gegenseitig getötet. Na, das ist natürlich super praktisch.
Und jetzt kann ich hier oben speichern. Das ist schön. Also ich speichere jetzt hier. So. So, wo geht's denn hier lang? Wie sieht denn das hier so aus? Was ist das für ein Scheiß hier? Warum ist der da? Ah ja. Hau rein. Tschüss. Und so. Was ist denn das hier unten überhaupt? War ich hier nicht schon? Ich habe das dunkle Gefühl, als wäre ich hier schon mal gewesen. Ich habe euch jetzt nicht hier unten gespeichert, oder? Ich habe gerade ein ganz dumpfes Gefühl. Ein ganz dumpfes Gefühl. Naja, vergiss es. Vergiss es, Freunde. Vergiss es. Ja. Entschuldigung, aber ich bin so groß. Nee, verpiss dich, Mensch. Also echt. Garstiges Getier. Achso, ich habe einen Fähigkeitspunkt gebraucht. Aha. Warum muss ich denn da drüben hin? Es gibt noch weniger Sinn. Ich speichere jetzt hier und dann könnt ihr mich alle am Po und so. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ich muss theoretisch hier hin. Also irgendwie nicht. I don't quite understand. Okay. Die Scheiße mit euch hat. Oh ja, ich glaube, er trug. Das sind doch zwei, oder? Jetzt auch. Also sorry, aber was zur Hölle? Wie jetzt? Was? Das sind zwei von denen. Die sind beide nicht sehr freundlich zu mir. Ich meine, sie halten auch noch relativ viel aus. Das kommt ja noch dazu. Warte mal. Nee, nee, eigentlich muss ich es so machen. Dass die sich selbst beschießen. Ist das schon? Weil dann wäre ja eigentlich alles in Ordnung. Ich werde nur treffen. Ja, leckt schon aus. Ey, fast. Okay. Ja, hey, Problem gelöst und so. Das war doch gar nicht schlecht. Bin ich hier richtig überhaupt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin, aber ich komme zumindest hier irgendwie rein. Was ja gut ist, oder nicht? Was? Warum habe ich denn das Ding jetzt dabei? Was machst du damit? Achso, jetzt verändert er sich wieder? Okay. Ja, genau. Ach, Ori. Manchmal. Ach, Ori, manchmal. Wirklich. Ich verstehe es nicht gerade. Nicht so ganz, was ich hier jetzt gerade machen soll. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, jetzt habe ich das Ding zwar da drüben. Aua. Aber wirklich produktiver bin ich dadurch schon nicht. I don't quite understand this bullshit. Ich muss das Ding hier reinpacken, das ist mir schon bewusst. Also das weiß ich. Das ist klar.
Aber wie ich das hinkriege, ohne zu sterben, das ist mir noch ein echtes, echtes Rätsel. Weil ich sterbe ja quasi hier schon. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ja, was? Also, packe ich das Ding hier hin. So. Jetzt krabbelt es da runter, das ist blöd. So. Jetzt müsste das theoretisch auch da runter krabbeln. Das wäre für uns jetzt nicht so gut. Oh, ficken, echt. Ach, warum? Also das ergibt gar keinen Sinn. Also ich würde es ja noch verstehen. Wenn das irgendwie Sinn ergeben würde, aber die meiste Zeit gibt es das leider nicht. Also das Ding liegt erstmal da warm und trocken, das ist gut. Ich glaube, ich hab's doch fast. Ich muss nur noch hier hochkommen. So. So. Dann haben wir's doch. Oh. Halleluja. Meine Güte, Krankheit. Was meinst du? Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Donmust. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gumon-Siegel, wurde gefunden. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Nicht allzu weit, aber mal 50.000 Kilometer weiter. Südlich, also unten, irgendwo unter uns. Okay. Oh Gott. Finde das Gummisee, das im Nebelfors versteckt ist. Okay. Und wie komme ich da jetzt schlauerweise hin? Ohne instantly zu sterben? Okay, nee. So ist gut. Wo bin ich denn überhaupt? Also erstmal, wo ist Ori? Da ist Ori. Ori muss hier runter. Okay. It's so retarded. It's not even funny. It's not even funny. Weißt du was, ich umgehe die Leute einfach. Und sterbe trotzdem. Also das ist so ein bisschen hart gerade.
Wir haben ja die Kapkugel, echt, ey. So. Okay. Ne? Und so. Ja. Was? Genau deswegen. Fick dich. Fuck you. Fuck you. Geht doch. Furchtbar. Oh, ich kann den Punkt verteilen. Warte mal. Ich brauch zwei. Natürlich brauch ich zwei. Ultra Geistermagnet. Die meisten Einsamme werden automatisch absorbiert. Na gut, ja. Hey, warum nicht?